穴からマジで来い。話が済んだのなら始めよう。Meine Fresse, sieht das geil aus. Guilty Gear Strive ist grafisch eine Offenbarung, eine Augenweide, ein Frontalangriff auf eure Sehnerven, ein Overkill an Bombast, Animationen, Effekten und anderen Wunderdingen. Das aktuell beste Prügelspielstudio der Welt hat sich seit dem letzten Guilty Gear Teil, dem Style Overkill Persona 4 Arena, sowie dem Effektgewitter Dragon Ball FighterZ nochmal einen großen Schritt nach vorn bewegt. Die Animationen der Figuren sind betörend und die Gestaltung der Charaktere dabei wie aus einem Guss. Strife lässt den Bildschirm brennen und explodieren, überrascht mit dynamischen Blickwinkeln, verwöhnt mit absurden Spezialattacken und läuft dabei stets butterweich mit konstanten 60 Bildern. Auf PS4 fehlt ein Tick Schärfe und die Farben wirken weniger brillant und leuchtend. Wie man Guilty Gear Strive spielt und welche absurde Tiefe in den Mechaniken steckt, packt das Spiel in die sogenannten Missionen. Dahinter verbirgt sich nämlich kein spannender Modus wie eins in der Soul Calibur Reihe, sondern eine Vielzahl an Tutorial-Lektionen, die Kampfsystem und Steuerung von A bis Z durchgehen. Das könnte man schon etwas lebendiger und spannender inszenieren, trotzdem ist es gut, dass der Modus an Bord ist. Generell ist Strife kein Inhaltsmonster wie etwa die letzte Mortal Kombat Episode. Es gibt schon mal deutlich weniger Kämpfer als im Vorgänger, 15 statt 25. Serienveteranen oder Lieblinge wie Jam, Dizzy oder Testament fehlen. Denen gegenüber stehen die Stammkräfte um Sol und Kai, Axel und Chip oder Faust. Plus die beiden starken Neuzugänge, Nagoriyuki, ein cooler Cyber-Samurai, und Giovanna, die im Verbund mit einem Geisterwolf antritt. Der Story-Modus bietet über 4 Stunden Unterhaltung. Hier genießt man die spannende, aber für Neueinsteiger verwirrende Geschichte auf grafisch hohem Anime-Niveau. Allerdings nicht von gelegentlichen Kämpfen oder Dialogoptionen unterbrochen, sondern lediglich als fortlaufender Film, unterteilt in Kapitel. Das hat Vorteile. Man kann der Geschichte besser folgen und muss keine Story rund um unterschiedliche Versus-Duelle stricken. Gleichzeitig ist es schon sehr entkoppelt von einem Prügelspiel. Super ist die Option, die Story jederzeit zu pausieren und zu speichern, um später an genau dieser Stelle weiterzumachen. Sämtliche Dialoge kann man wahlweise auf Japanisch oder in der kraftvollen englischen Synchro genießen. Deutsche Stimmen gibt es nicht, dafür große Pflichtuntertitel in deutscher Sprache. Eine optisch leider reichlich störende Designentscheidung, weil dann schon mal 3 Zeilen Text über dem ohnehin schlanken Breitbildformat liegen. Daneben gibt es ein storyfreies Arcade-Turnier mit besonderem Endkampf, einen Survival-Modus und Offline-Versus-Matches gegen Menschen oder die CPU. Im Training freut man sich über die vielen Einstellungsoptionen und die Möglichkeit, die gedrückten Tasten anzeigen zu lassen. Der Online-Modus zeigt Ranglisten, bietet private Matches und inszeniert die Online-Lobbys als hübsche Pixelräume mit kleinen Avataren, wo man sich Gegner zum Duell sucht. Man kann sich eine Region aussuchen und wird je nach Stärke in eine bestimmte Ebene geworfen. Das Betreten schwierigerer Ebenen ist möglich, ein Mitkämpfen in schwächeren Bereichen klugerweise aber nicht. In den Matches werden der Ping-Wert angezeigt und sogar die Rollback-Frames. Generell laufen die Matches dank Rollback-Netzcode super flüssig ab und fühlen sich an wie Offline-Duelle. Neben einem Komplettabsturz des Online-Modus sind wir von den generellen Serverproblemen des Spiels entsetzt. Wenn man sich zum Beispiel das Profil eines anderen Online-Spielers ansehen will, ist die Ladezeit beinahe unerträglich. Das wird aber noch überboten von der Pflicht, bei jedem Start von Guilty Gear Strive einen ewigen Ladebalken anzustarren, wenn das Spiel mit den Online-Servern kommuniziert. Das dauerte kurz nach Launch schon mal 10 Minuten. In den letzten Tagen verringerte sich die Zeit auf ca. 2 Minuten. Entwickler Arc System ist sich des Problems bewusst und führt regelmäßig Wartungen durch. Trotzdem ist der aktuelle Zustand des Spiels in dieser Hinsicht grenzwertig. Guilty Gear bemüht sich verstärkt seit den letzten Episoden um Zugänglichkeit für Einsteiger. Und tatsächlich können auch Serienneulinge und Prügelnovizen mit schnellen Buttonkommandos rasch flashige Dinge auf den Schirm zaubern. Die Special Moves gehen mit Viertel- und Halbkreiseingaben gut von der Hand. So einsteigerfreundlich wie in Dragon Ball FighterZ ist das aber nicht. Die Figuren fühlen sich schwerfälliger als im letzten Teil oder der BlazBlue-Serie an. Wer sich aber auskennt und Dashes, Cancels und Luftaktionen kombiniert, erlebt die flotte, die hektisch-chaotische Seite. Dem Gegner dramatische Superattacken auf Kosten der Tensionleiste um die Ohren pfeffern, das kriegt jeder Otto-Normalklopper bald auf die Reihe. Aber die Feinheiten und Tiefen um die Psych-Burst-Mechanik oder die RISC-Stufen herausfinden, oder irgendwann die verschiedenen Roman-Cancels zu meistern, das verlangt nach Training. Online kann auf Dauer nur der bestehen, der sich mit der Materie auseinandersetzt. Sprungkick, tiefer Block und ein Fernkampf-Special-Move reichen da nicht aus.
Natürlich sind Klassenunterschiede auch bei einem Zweikampfspiel à la Mortal Kombat 11 online schneller erkennbar, doch bei Guilty Gear Strive ist das Gefälle deutlich steiler. Das liegt auch an der Unterschiedlichkeit der Kämpfer. Schwergewicht Potemkin, der irre Faust oder Zeto One mit seinem Symbionten spielen sich allesamt komplett unterschiedlich, unter anderem auch, weil nicht jede Figur gleich gut springen und dashen kann. Der Soundtrack hat uns ausgesprochen gut gefallen. Bei längeren Trainingssessions oder Verweilzeiten im Menü kann die gitarrenlastige Musik schon mal stressen. Aber generell untermalt der hochwertige Mix aus J-Rock, pompösen Queen-Anleihen und rohem Metalcore-Geschradel das Geschehen auf dem Bildschirm ganz wunderbar. Die fürchterlichen Wartezeiten bei der Serverkommunikation und die auf Dauer zu biederen Tutorial-Missionen kosten Guilty Gear Strive den eigentlich sicheren Gold Award. Strive kann Einsteigern und Serienneulingen Spaß bereiten, spielt seine volle Stärke aber erst im fortgeschrittenen Bereich aus, wenn man die Feinheiten verstanden hat und sie auch im Kampf einsetzen kann. Die Online-Matches selbst laufen wunderbar lagfrei ab. Auch das Lobby-System und die Online-Option überzeugen. Kritik am kleineren Charaktercast ist verständlich. Angesichts der optischen Pracht ist es aber nachvollziehbar, dass der Entwickler an irgendeiner Stelle die Schere ansetzen musste. Andererseits spricht natürlich der Season Pass mit seinen 5 zusätzlichen Kämpfern dagegen. In puncto Grafik und Präsentation toppt Strive alles bisher Dagewesene. Das gilt sowohl für das optisch famose Arc System Portfolio als auch für die komplette Genre-Konkurrenz. Can't you see I'm blazing? Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new world for you. My time is my world. Yeah!